Fokus Europa. Europa in Fokus. Wenn man von Drohnen hört, dann denkt man vor allen Dingen an Militär und Geheimdienst. Nun gibt es weder eine europäische Armee noch, soviel ich weiß, einen europäischen Geheimdienst. Warum fördert die EU eigentlich und wozu Drohnenprojekte? Drohnenprojekte werden unter anderem gefördert, um sie bei der Grenzüberwachung einzusetzen. Es gibt einen Vorschlag der Kommission, der auch schon fast gesetzt ist, mit dem Namen Eurosur, European Surveillance System. Und da geht es darum, dass an der Außengrenze, vor allem im Mittelmeer, Drohnen, Satelliten und andere Sachen eingesetzt werden sollen, um auch noch kleinere Flüchtlingsboote zu entdecken und dann möglichst frühzeitig abzuwehren. Dass auch ja niemand reinkommt in unsere gute EU. Genau, das ist der Gedanke dabei. Und natürlich sagt die Kommission auch, das sei auch gut für die Seenotrettung von Schiffen und Booten, auch von Flüchtlingen, die in Seenot geraten. Das Problem ist allerdings, dass sich diese Seenotrettung nur in der Präambel von diesem Eurosur findet und nicht weiter unten im Text, da wo es dann brisant wird, wo es darum geht, wer macht was, wer koordiniert was etc. Also diese Seenotrettung und Lebensrettung, die an sich sehr sinnvoll wäre, das ist, soweit wir das erkennen können, nur Schaufenster. Können Sie so in etwa einen Überblick über die von der EU geforderten Drohnenprojekte geben? Kann ganz grob sein. Da gibt es einige, die vor allem unter Forschung und Entwicklungsprogrammen laufen. Seit Mitte der 2000er Jahre hat die EU ungefähr 170 Millionen Euro in Drohnen in die Entwicklung von Drohnen reingesteckt. Das ist natürlich auch eine interessante Geldquelle für Industrieunternehmen, die in diesem Bereich arbeiten. Damit beauftragt worden, auf europäischer Ebene gibt es die Probleme mit der Zulassung. Auch hier ist noch keine Drohne zugelassen für den Flugverkehr, weil es einfach zu große Probleme gibt, auch mit dem, damit die eben Passagierflugzeuge nicht in die Quere kommen. Nun hat ja Deutschland mit seinem Eurohawk ziemlich Schiffbruch erlitten. Droht das Gleiche nicht eigentlich auch der EU und sollte man nicht eigentlich sehen, dass da nicht noch mehr Gelder der europäischen Steuerzahler und Steuerzahlerinnen verbraten werden? Absolut. Wir finden, dass viel zu viel Geld dafür ausgegeben wird, ohne dass man sich da Erfolg versprechen kann. Wobei wir Grüne sowieso dagegen sind, Drohnen einzusetzen bei der Grenzüberwachung. Wir denken, dass das Mittelmeer zum Beispiel schon an sich ein sehr dicht befahrenes Meer ist und dass man da Flüchtlinge ganz anders retten kann. Da liegen die Probleme ganz anders, nämlich bei der Zuständigkeit darin, dass man Schiffskapitäne mit Verfahren überzieht, wenn sie Menschen retten, weil sie dann potenzielle Schmuggler sind etc. Also das, glaube ich, ist sowieso keine gute Idee, da Drohnen einzusetzen. Aber wir sehen auch bei den Drohnen die ganze Zeit schon, dass Deadlines verschoben werden. Irgendwann sollen Drohnen kommen, dann wieder später etc. Also wir sehen eigentlich dasselbe Desaster wie jetzt auch gerade in Deutschland, nur noch nicht mit dem großen Schlusspunkt und mit dem großen Skandal dabei. Aber wir Grüne denken eben, dass der Skandal an sich schon darin besteht, dass man eben mit Drohnen gegen Flüchtlinge vorgehen will. Ja. Wird es denn da in nächster Zeit irgendwann mal eine Aussprache, eine Entscheidung oder irgendwas in dieser Richtung bezüglich der Drohnenprojekte geben? Gibt es da Anfragen? Wir sprechen das immer wieder an, gerade bei diesen neuen Initiativen wie Eurosur eben. Aber Drohnen werden schon ganz lange gefördert, stillschweigend auch mit diesen Forschungsprojekten zum Beispiel. Also es gibt da keine genaue Übersicht, was passiert da eigentlich genau gerade. Es gibt keine Generaldiskussion über Drohnen. Es gibt schon mal von unserer Fraktion zum Beispiel Debatten, die angeleiert werden. Aber ich könnte nicht sagen, dass es im Europäischen Parlament eine ausführliche, fraktionsübergreifende Debatte dazu gibt, ob wir Drohnen überhaupt und für was einsetzen wollen und wie fördern wollen etc.